Hast du die anderen drei gezockt? Also beim Dreier weiß ich es. Könntest du bitte kannst du oder hast du sagen, denn auch unsere Zuschauer aus den anderen Gefilden Deutschlands. Ja, das ist mir, die werden wohl ein bisschen. Ja, die möchten nicht immer so einen schmierigen, dahingerotzten Dialekt hören. Oh, endlich so ein gutes Game. Jetzt komm ich. Alter. Aber wenn ich dann wieder irgendwas sag, wie, was weiß ich, proklamieren oder so. Lege, Kaschmöfe, wie scheiß Wort. Ja, das ist ja auch in Lateinisch. Eingedeutscht aus dem Lateinischen. Ja. Ist eingedeutscht. So, das wow. Ist. Ich hasse es bei du, Xbox. Tatsache ist nun mal, je mehr ich mit ist. Leuten zusammen bin, die Dialekt sprechen, desto mehr falle ich in meinen eigenen zurück und je weniger, desto weniger. Mhm, also. Und bei dir ist es immer weniger, aber da, wo ich im Moment wohne, sprechen die Leute sehr viel Dialekt. Ja, dann zieh mal um. Deshalb falle ich da mehr zurück. Oder wie ich sage, und als ich damals in Freiburg studiert habe. Verzieh dich. Als ich damals in Freiburg studiert habe. Alter, was ist das hier mit dem Scheiß? Habe ich während dem Studium immer mehr den Dialekt verloren, den ich halt gesprochen habe. Okay, eine interessante Geschichte. Ich weiß. Weiter geht's. Hallo, Pat! Hallo! Ja, ist das der Mozart? Hallo, Pat! Nee, das ist unser Game Circus Maskottchen. Das habe ich kreiert. Der Wackelkopf Mozart? Nee, das ist eigentlich die alte von also Remastered. Also ich weiß, dass du es Dreier gezockt hast damals in Freiburg, aber hast du es Einser und Zweier gezockt von Just Cause? Machst du dir gerade in die Windel, oder? So guckst du nämlich gerade. Ich habe es Zweier tatsächlich gespielt. Und das Dreier? Das Dreier habe ich auch gespielt, ja, genau. Aber das Einser nicht. Nee, das Einser habe ich nicht gespielt. Ah, endlich. Eigentlich wäre es witzig, da so eine Reihe draus zu machen. Wie hat sich das Spiel verändert? Und wieso? Wir haben es doch schon installiert. Wieso muss es jetzt nach dem Starten nochmal installieren? Das ist Xbox, Alter. Das ist unfassbar. Ich bin also ich weiß nicht, wie es bei PlayStation wäre jetzt, weil wir haben es ja auf der Xbox gekauft und nicht auf der PlayStation, aber ich finde es unfassbar. Ich habe, als ich Red Dead 2 installiert habe und als ich Forza Horizon 4 installiert habe. Bei Forza, da habe ich doch fast ausgetickt, da hast du mir das geschrieben. Ich hocke hier, ich will das spielen. Da bin ich wirklich fast gestorben, das war so ätzend. Ich meine, guck mal, ich habe mir das so vorgestellt, du kommst nach Hause. Du schließt deine Xbox an, freust dich, naja, cool, Ultra HD oder was auch immer. Und willst dann spielen. Denkst, ja gut, es dauert halt ein bisschen, bis es runtergeladen. Mich hat es eh schon genervt, dass keine Harddisk dabei war, sondern dass nur die scheiß Dingsbums dabei war. Nur, nur der scheiß Online-Code. Also lade ich es runter. Also musst du auch wieder, du musst Internet haben, weil sonst darfst du es nicht spielen. Das finde ich übrigens auch ganz toll. Du kaufst dir ein Spiel. Also kaufst dir eine Konsole mit Spiel und du musst aber Internet haben, sonst darfst du es nicht spielen. Das, also wie krank ich ist das? Ich bin auch, also ich finde es total cool, wenn es wirklich überall mal man versorgt ist, mit Highspeed-Internet zu sagen, es gibt Streaming-Dienste, wo du geile Spiele spielen kannst, ohne eine krasse Hardware zu haben. Das ist für viele Leute ja praktisch, die das keinen Gaming-PC kaufen oder sowas. Aber es muss immer noch Sachen geben, die du ohne Internet zocken kannst. Absolut, ja. Deshalb finde ich, die nächste Konsolengeneration sollte keine Streaming-Konsolengeneration sein. Nee, das sollte noch Hardware dabei sein. Ich finde vor allem, ich finde es einfach, ich habe es ganz gern, wenn man die, ich meine, ja, das kann man jetzt natürlich wieder subjektiv sehen, aber ich meine, ich hab einfach ganz gern so eine, wenn ich jetzt ein Spiel kaufe im Laden, dann habe ich ganz gern die Hülle in der Hand und dann packe ich es aus, habe die CD da und ich weiß nicht, wenn ich die CD zum Beispiel auch mal verschenken will oder sowas oder wenn ich genug Forza Horizon gespielt habe und ich habe einen Kumpel und der will das auch spielen, weil dann kann ich es ihm einfach schenken. Mit dem Online-Code kann ich es einfach nicht schenken. Dann kann ich nur sagen, muss halt zu mir kommen und das bei mir spielen. Das finde ich auch und doof. Das finde ich richtig bescheuert. Vor allem könnte man das irgendwie einrichten, dass das gehen würde, dass man es zumindest an eine Person weitergeben kann oder sowas. Und was... Ja, ich finde auch, die nächste Konsolengeneration dürfte das noch nicht sein und es hoffentlich auch nicht. Damit ja, man braucht viel besseres Internet und, ja, oder und zum auch Beispiel Zugang. Auch, stell dir vor, du fährst mit Freunden jetzt irgendwo hin, wo es halt kein Highspeed-Internet gibt oder sowas. Manchmal, ja, keine Ahnung, wenn man eine Ferienwohnung gemietet hat oder so, hat man auch mal eine Konsole dabei, dass man am Abend was zocken kann. Wenn du nur noch zocken kannst, wenn du scheiße online bist. Ich wollte gerade sagen, genau, eben, stell dir mal vor, du bist auf einer Waldhütte, voll geil, dann wollen alle Mario Kart spielen, ja, auf den neuesten Nintendo Twitch und dann die aber nur noch online. Und dann kannst du kein Mario Kart mehr spielen mit deinen Freunden, obwohl du ja Lokalplayer machen könntest. Und du aber, das auch gekauft hast ja, und genau, bezahlt hast. Das finde ich halt. Genau. Ja. Und um die Geschichte noch kurz weiter zu erzählen. Also das hat mich so genervt,
Dann bin ich nach Hause, hab das angeschlossen und dann hat es ewig erstmal installiert. Dann muss ich die blöde Xbox erstmal einrichten. Das hat, und also ich weiß nicht, vielleicht bin ich ja total verblödet und ihr könnt mir jetzt in die Kommentare schreiben, dass ich total verblödet bin, aber ich hab, es können ja mal alle, die eine Xbox One X zu Hause haben, mir schreiben, ob sie dasselbe Problem hatten. Oder was heißt mir, also unten in die Kommentare. Weil ich meine, das Behinderte ist, ich habe die angeschlossen und dann musstest du sie aufsetzen und das hat, ich glaube, eine halbe Stunde oder noch länger oder eine Stunde sogar fast gedauert mit hier installieren, da installieren, das. Mit der PlayStation habe ich genau 5 Minuten gebraucht und dann konnte ich sofort losspielen. Und das Betriebssystem ist da einfach besser gemacht und ich bin noch nicht dazu gekommen, aber vor ein paar Tagen hat Linus Tech Tips ein neues Video rausgegeben, die gucke ich immer ganz gern. Der immer, erklärt immer so Technik-Sachen auch so und hat also auch wirklich viele Sachen machen die und auch viele verschiedene Subchannels, wo du wirklich alles nachgucken kannst, auch wenn du irgendwelche Fragen zu was hast. Ich will jetzt keine Werbung machen, wir kriegen kein Geld oder so. Nur, so, der hat ein Video rausgebracht, wo er auch gemeint hat, die neue Xbox ist im Endeffekt nur noch ein PC. Und viele Konsolen, früher war das ja so, dass du zum Beispiel, wenn du die PS3 gehabt hast am Anfang und am Ende waren die Spiele, war eine riesen Differenz zwischendrin. Und diese krasse Differenz gibt es heutzutage nimmer, weil einfach nimmer so viel rauszuholen ist. Wenn jetzt, ja, bei Nintendo Switch ist noch ein bisschen so, dass das denkt, da denke ich manchmal die Spiele, dass die drauf laufen, das glaubt man fast nicht. Aber wenn ich einen PC am Fernseher anschließen will, dann kaufe ich mir einen PC und kann da dann drauf zocken. Eine Konsole sollte halt eine Konsole sein. Und der Vorteil von einer Konsole ist einfach, du kannst zwar manche Dinge drauf nicht machen, aber du hast halt ein schnelleres Betriebssystem, du kannst es schneller starten und du bist nur in diesem Bereich. Weil wenn ich einen PC angeschlossen habe, kann ich viel mehr machen, habe aber halt auch wieder Wartezeiten und andere Sachen, wo dann nicht so funktionieren. Genau. Deshalb, das ist der Unterschied. Natürlich wird ein PC immer bessere Grafik haben und so Sachen, aber eine Konsole hat auch Vorteile. Und deshalb finde ich das schade zu sagen. Eine Konsole hat halt Easy Access, oder? Genau, und wenn jetzt dann eine Konsole bei der Xbox, ich habe das Video noch nicht angeguckt, was er dazu meint oder worum es genau geht, aber wenn ich mir vorstelle, wenn es dann auch nur noch so ein PC in so einer Box ist und ich dann so lang für so einen Scheiß brauche, das kann es halt nicht. Das ist halt nervig. Und natürlich sind die Spiele groß, aber PS4-Spiele sind auch groß. Ja, eben, ja. Ihr müsst halt dazu sehen, also wir haben, als wir gestern das Spiel gekauft haben, hat es installiert. Das ist jetzt cool. Ich meine, jetzt ist die ganze Folge eigentlich. Das ist ja, das eine ist Folge Just Cause 4, ja, nur das. Das finde ich gut. Also guck, also es hat gestern einfach hat gestern installiert. Dann haben wir es eben gestern nicht mehr gespielt, weil wir gesagt haben, ja, also es ist halt auch schon wieder spät geworden, weil es eben noch eine Stunde installiert hat. Ah, und dann gab es noch ein Update dazu? Genau, dann gab es noch das Update. Das war 5 oder 15, ich weiß nicht mehr. Irgendwie einige, auf jeden Fall einige Gigabyte groß. Und ich meine, die Leitung hier ist gut, aber trotzdem, es braucht halt trotzdem, also vor allem, weil es halt über WLAN dann irgendwie verbunden ist und dann dauert es nochmal ein bisschen länger, als wenn es über Kabel oder verbunden wäre. Und dann, also dann war es irgendwann endlich fertig und ja, dann haben wir irgendwie auch keinen Bock mehr gehabt. Haben gesagt, komm, mach mal heute, also jetzt morgen, also jetzt heute. Und jetzt wollten wir gerade loslegen, haben uns gefreut, yeah, Just Cause 4 und so und jetzt wird erstmal hart installiert. Vor allem hätte er, wenn er es doch schon installieren will, einfach dann, wo das updaten, wo man die einlegt, dann macht er das. Das verstehe ich. Oder guck mal, halt das auch ist nebenher zum Beispiel, ein Teil. Wenn du bei einer Switch oder bei einer PlayStation ein Spiel installierst, dann in dem Moment, wo du die CD reinlegst, installiert es. Und macht alles. Genau, alles, es macht alles, ist, alles, was notwendig ist. Und dann, wenn ich drauf drücke, also ich meine, oder ich müsste mich jetzt arg täuschen, aber das habe ich noch nie gehabt. Und seit ich die Xbox habe, habe ich ständig dieses scheiß Problem. Das nervt mich einfach. Und ich will das auch gar nicht jetzt irgendwie runterreden. Ich habe mir vor 3 Jahren, nachdem die PlayStation 4 ungefähr ein Jahr alt war, eine gekauft. Und jetzt ist die 3 Jahre alt und hört sich so laut an, dass ich wirklich, ich spiele nicht mehr drauf. Ich kann es nur noch als Streaming-Device nutzen. Was ich unmöglich finde, dass eine Konsole nicht von einer zur nächsten Generation durchhält. Ja, und weil du sie behandelst wie ein Voll-Idiot. Und den Staub entfernt habe ich auch. Ja, aber und alles wie? Gemacht. Du hast, und also ich behandle meine Sachen. Du bist hast du sie aufgeschraubt? Ja? Ja, also guck, das ist schon das erste Problem. Ich hab nur die äußere Hülle entfernt. Wenn jemand, der sich nicht gut auskennt in der Elektronikabteilung, dann so feine, filigrane Geräte aufschraubt, dann muss die Person, die das macht, nicht aufschrauben. Ist unser Insta-Channel jetzt ein DIY-Projekt, oder was? Ja, das ist ja. Guckt mal auf unseren Insta-Channel, da konntest du ja kotzen. Ja, da siehst du ja, was ich alles kaputt machen kann. Also, und das finde ich halt auch ungut, weil muss ich jetzt eine zweite PS4 kaufen? Also, will ich jetzt sagen, weil du einen Adventskranz gebastelt hast, kannst du auch eine PlayStation zusammenbauen, oder was? Jeder kann diese scheiß Hülle entfernen mit einem Schraubenzieher, ganz ehrlich. Ja, mit einem Schraubenzieher kann ich auch einiges entfernen. Aber die Frage ist... Die Augen von einer Frau, oder was? Die Frage ist, kriege ich es auch wieder so zusammen? Sag mal, wie langsam installiert natürlich das denn? Natürlich kriege ich es auch wieder so zusammen. Aber es nervt halt. Muss ich jetzt eine zweite kaufen? Also es kann halt sein, dass eine Konsole von
nicht die Kunst bis zur nächsten Generation durchhält und dann halt auch in der Lautstärke, ich kann ja verstehen, dass die belüftet werden muss, aber die ist sauber und die steht an einem sauberen Ort und trotzdem geht's da ab, du hast ja bei Detroit Become Human und es ist noch schlimmer geworden mittlerweile. Und das sehe ich halt nicht ein. Und ich werde jetzt mal Sony eine Mail schreiben. Ich weiß, die Garantiezeit ist um, aber auf der anderen Seite. Und dann aber, wenn du zu Xbox wechseln willst, hast du so einen Scheiß. Darf ich mal kurz das nachspielen, was dann was bei Sony passiert? Ja. Also, du? Ich, die Dings, die haben Mail. Der Typ macht's auf. Und dann kommt deine Beschwerde und dann so. Nee, dann sehst du es dann. So, oh Gott, wir müssen sofort zum Vorstand. Ja. Und der Vorstand ist... Wir müssen sofort etwas unternehmen. Der Vorstand ist der Papierkorb auf dem Nee, das will ich jetzt. Ich will jetzt nicht schlecht über Sony reden, bevor es passiert ist, weil ich habe auch schon Firmen angeschrieben und die haben dann gesagt, naja, kriegst du das und das als Ausgleich oder so Sachen, weil die nicht wollen, das ist ja auch keine gute Werbung. Aber dann hast du die Wahl zu wechseln, zu dem hier. Und das ist auch nervig. Oder du kannst zur Switch wechseln, die nicht mal YouTube und Netflix abspielen lassen kann. Das finde ich auch nervig. Ganz ehrlich, die Apps gehören einfach mittlerweile auf diese Geräte drauf. Die Streaming-Apps, die gängigen. Gesundheit. Oh, da kriege ich einen Hörsturz. Jetzt guck mal, jetzt sind 11 Minuten um. Ja, und es ist noch nicht mehr zur Hälfte. So, nächstes Mal bei Game Circus. mehr Installationszeit. Ja, der zweite Teil der Installation. Lass es einfach laufen und wir machen es als Bonus-Episode dummes Gelaber. Nee, ich mach das als ersten Teil. Jetzt hat jeder Bock drauf. Nee, lass mal gucken, wie Just Cause 4 ist auf der Xbox HDR. Ja, aber das ist die real Experience, Leute. Ja, so ist so ist Just Cause 4 auf der Xbox One X. Ja. Es geht gleich richtig, man ist mittendrin, statt nur dabei und wird direkt ins Geschehen reingeworfen. Genau, direkt im Blitzgewitter schon drin.